Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk. Und wir nähern uns Weihnachten und deswegen reden wir nicht über Weihnachtsfilme. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Guckt euch da doch dann die Kritiken vom letzten Jahr an. Heute, dieses Mal reden wir über alles Mögliche. Und wir fangen an mit einem der Oscar-Anwärter des Jahres, nämlich Emilia Perez. Und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. Wissen Sie, wer ich bin? Manitas Del Monte. Kopf eines Kartells, das mit synthetischen Drogen handelt. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich will eine Frau sein. Ich weiß, dass ich dafür vieles hinter mir lassen muss. Manitas Del Monte, der berüchtigte Drogenhändler. Ihr Mandant hat keinen Namen? Señora Emilia Perez. Zum ersten Mal habe ich mich selbst geliebt. Bring meine Kinder zurück zu mir nach Mexiko. Ich kann ohne sie nicht leben. Du warst Manitas Frau. Wie war es so mit deinem Mann? Hast du ihn betrogen? Warum fragst du mich sowas? Es interessiert mich. Ich werde heiraten. Meine Kinder bleiben mir. Nur meine Stimme? In Emilia Perez geht es um Rita, gespielt von Zoe Saldana. Sie ist eine Anwältin, eher eine ausgebeutete Anwältin, die mit dem Ganzen, was sie da tut, mit wem sie verteidigt, das findet sie eigentlich alles gar nicht so toll, weil sie das Gefühl hat, eher dem Staat und dem Gesetz, was sie eigentlich schützen sollte, mehr Schaden zufügt. Und sie wird irgendwann entführt und soll nun einem Drogenboss, nämlich Mantis, helfen. Und Mantis ist aber trans, ist eine Frau im falschen Körper und nun soll sie ihm helfen, beziehungsweise sie ihr helfen, wegzukommen, eine Operation anzunehmen, um endlich sie sein zu können, die sie schon immer sein wollte und ist, nämlich Emilia Perez. Und das ist im Grunde die Geschichte in diesem Film. Ein Mix aus Gangster-Drama trifft Musical, trifft, Thriller irgendwo, weil der Film noch irgendwann in eine ganz andere Richtung geht und auch dann in Richtungen geht, die sich mit der Thematik befassen, dass in Mexiko 30.000 bis 40.000 Menschen jedes Jahr einfach so spurlos verschwinden. Und da an diese Leute und daran ist dieser Film auch noch eine Ode. Das heißt, dieser Film ist vollgepackt mit allmöglichsten Dingen. Allen Anfang mit Charakteren, die sich selbst eine Redemption-Arc auferlegen, indem sie einfach jemand anderes werden. Und ich sehe das schon in vielen Kritiken, David Hein zum Beispiel, hat den Film kritisiert, weil er es nicht nachvollziehen konnte, wie eine Person auf einmal so einen Wandel durchmacht. Schlicht und einfach, sie hat den Wandel schon durchgemacht. Sie ist eine Frau, sie war schon immer eine Frau und hat mit dem, was sie dann irgendwann getan hat oder tun musste, kein Interesse mehr daran und wollte nun den Schritt wagen, von all der Familie wegzugehen, um quasi dann ein neues Leben aufzubauen. Und dieses Leben bestand eben auch mal darin, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sehen, was kann ich eigentlich anders machen und wie kann ich diese Taten, die ich selber getan habe, wieder, nun ja, wie sagt man, rückgängig machen? Rückgängig machen kann man es nicht, aber wie kann ich nur was Gutes tun, indem ich eigentlich alles im Rest meines Lebens schlecht getan habe. Und das konnte ich in diesem Film sehr greifen. Ich finde, dass Carla Sofia Gascón, die hier unsere Protagonistin spielt, Emilia Perez,
überragendes. Jede einzelne Sequenz mit ihr ist der Hammer und sie wird ganz weit vorne mitspielen, wenn es um den Oscar geht. Und ehrlicherweise hoffe ich auch am meisten, dass sie den Oscar am Ende gewinnt, weil sie ist Wahnsinn. Genauso wie Zoe Saldana, die hier die beste Leistung ihrer Karriere abliefert. Gerade hat sie zwei Songs in diesem Film, die nur durch sie funktionieren und nur durch ihr Acting funktioniert. Und es gibt immer wieder Situationen, wo beide zusammen sitzen und auch nur sie zusammensitzen. Einmal am Anfang vor der Transition und einmal an einem Tisch in London. Und was zwischen den beiden passiert, ist Schauspielkunst auf einem ganz neuen Niveau. Und wir müssen natürlich auch darüber reden, wo viele Leute drüber reden wollen, nämlich Selena Gomez. Sie ist gut, würde ich jetzt aber keine Oscar-Chancen ausstellen, weil sie in vielen Punkten des Films gar nicht existiert. Sie kommt erst so relativ am Ende, wird sie wirklich zu einer Charakterin, die man für den Film braucht und gerade auch erst am Ende relevant wird. Weswegen ich sie nicht so stark fand in dem Film. Aber das ändert nichts daran. Emilia Perez ist ein wilder Genre-Mix, den man unbedingt auf der Leinwand sehen sollte. Ich weiß, der läuft nicht in absolut vielen Kinos, aber wenn ihr da läuft, schaut ihn euch an. Der ist Wahnsinn. Emilia Perez bekommt von mir 8 von 10 möglichen Punkten mit einer Tendenz sogar nach oben. Habt ihr den Film schon gesehen? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Folgt mir gerne auch auf Twitter jetzt. Ich nenne das niemals im Leben Ex. Da könnt ihr Gift draufnehmen. Da veröffentliche ich viele Sachen, zum Beispiel Blu-ray-Cover, die ich selbst gemacht habe. Oder äußere mich auch zu politischen Diskursen, weil ich ja doch da auch mal meine Meinung gerne kundtun möchte. Folgt mir da gerne, das würde mich freuen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.